Hi YouTube, was geht? Es ist 21.39 Uhr, wie man hier unten auf der Uhr sehen kann. So, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Es gibt neue Nachrichten. Viele von euch können natürlich nicht online spielen, so wie ich auch. Ich könnte schon wieder kotzen. Ich weiß echt nicht, was hier schon wieder los ist. Entweder sind die wieder in Wartungsmodus. Ob sie gehackt wurden, glaube ich nicht. Also das ist das Thema. Das Thema ist auf jeden Fall schon mal komplett durch. Lizard Squad hat sich gemeldet und sie haben irgendwie nicht mehr vor, das PSN zu hacken. Keine Ahnung, es ist mir echt ziemlich egal. Ich hoffe bloß, dass diesen kleinen Huren so in die Hände irgendwann mal abfaulen oder ihre Schwänze abfaulen. Gruß an euch, ihr dreckigen Bastarde. Weil was ihr uns sowieso das ganze Weihnachtswochenende oder dieses verlängerte Weihnachtswochenende kaputt gemacht habt, ihr kleinen Hurenkinder. Aber okay. Das Problem ist nämlich, seit die diesen Drecks-DDoS-Anschlag gemacht haben, das Netzwerk ist komplett im Arsch. Und PlayStation gibt nicht zu oder sagt nicht, wie weit der Angriff da stattgefunden hat. Also ich mache mir so langsam Sorgen. Und für die Leute, nur mal so ein Tipp von mir. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber falls ihr auf eurer PlayStation, also sprich auf eurem Account, Daten habt von eurer Kreditkarte. Ich habe keine, weil ich bezahle meiner Kreditkarte definitiv nichts im PSN. Ich hole mir lieber immer diese scheiß PlayStation-Karten, also diese Prepaid-Karten fürs PSN. Hole ich mir lieber. Das ist mir viel lieber. Die kaufe ich im Mediamarkt, 25 Euro, glaube ich, 15 Euro, 50 Euro, was so jetzt so die Karten gibt. Und glaubt mir, da fahrt ihr viel besser. Wenn ihr die Dinge habt, gell, also die Daten angegeben habt in eurem Account, auf einem Account, eure Kreditkartendaten, seid so gut, beobachtet die Karten, okay? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie ihr das handhabt und so, aber guckt Kontobewegungen an, nach und überhaupt. Beobachtet es in nächster Zeit, ob nicht irgendwas doch was passiert ist. Weil wir kennen das alle nur zu gut. Die rücken nicht mit der Wahrheit raus, Sony. Die halten lieber die Fresse und schweigen das ganze Ding tot, bis es wieder läuft. Und dann interessiert sich sowieso wieder kein Schwanz dafür. So, ich habe geguckt auf der PlayStation App. Da bin ich jetzt gerade online, also bin jetzt drin. Habe mich eingeloggt, aber meine Freundesliste kann nicht angezeigt werden. Klar, ist ja eh kein Schwein online, theoretisch. So, jetzt habe ich geguckt. Ach, guck mal, später ist ja dieser Button. Live von der PlayStation. Ich gehe drauf. Ah, Amerikaner sind wieder online. En masse und streamen. Ich scroll so durch. Find zwei, drei Franzosen, also mit FR vorne dran, für Franzose halt, für Frankreich als Abkürzung. Und denk, na klar, Franzosen sind auch wieder online. Scheiße. Auf einmal finde ich zwischen einen Deutschen, also sprich eine Deutsche, das ist eine deutsche Frau, die hat, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass die schon den ganzen Tag online ist und nicht rausgegangen ist und vielleicht auch Glück hatte, dass sie nicht rausgeflogen ist, so wie ich heute Mittag, weil mich hat das dann irgendwann ins Auge gekotzt, als ich die ganze scheiß Kiste gerade ausgemacht habe. Und die heißt, warte mal, ich sag's nochmal, die heißt Nachtblume 30. Ist auf Twitch TV zu Hause. Könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr bei der einen netten Gruß lassen. Könnt ihr ja sagen, dass ihr den Tipp von mir habt. Und der schaue ich gerade zu und die spielt GTA Online. GTA 5 Online spielt die Dame, okay? Und hier, die Leute überschlagen sich bei der im Chat. Die hat, glaube ich, Moment, wie viel hat die schon? Ah, steht jetzt leider nicht hier. Also, sie hatte vorhin weit über 4000 Nachrichten in ihrem Chat drin. Das muss man sich mal überlegen. Also es ist wirklich derbe, finde ich. Ich finde es richtig derbe. Und viele Leute regen sich auf wegen dem PSN und schreiben halt ihren Missmut bei ihr in den Chat rein, so wegen scheiß PSN und so halt, was auch irgendwo zu verstehen ist, gell. Ja, hier könnt ihr noch das selbst nachlesen im Hintergrund hier. Letztes Update war vor 34 Minuten, war hier letztes Update im PlayStation Network. Ingenieure arbeiten hart, so schnell arbeiten, um Online-Gameplay wie möglich wiederherzustellen. So, dann hier, das ist dann offiziell von Ask PlayStation, von diesem Support hier. Vor 4 Stunden war das. Wir wissen, dass einige Anwender Probleme haben mit dem Anmelden mit PS4 und PS3. Ingenieure untersuchen die Ursache. So, und es war vor 4 Stunden, das war um 17 Uhr, also so um 5:30 ungefähr. Wo sie einen Tweet rausgelassen haben. Ich muss schon sagen, da hat aber schon alles darum gesponnen, als die das bevor die es ja geschrieben haben. Ja klar. Ich habe COD gezockt, Advanced Warfare. Und habe so 4-5 Runden gezockt, also 6 Runden glaube ich. So eine gute Stunde habe ich gespielt heute Mittag. Und war eigentlich zufrieden, weil es lief ziemlich rund. Das war eigentlich alles halbwegs okay. Bis natürlich wir Franzosen im Spiel waren, aber das wird eine andere Geschichte, das kennen wir ja mit den Scheiß-Servern von Activision. So, hab gestreamt, war alles wunderbar, auf einmal, bang, flieg ich aus dem Spiel raus, werde abgemeldet. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Activision-Server sind nicht erreichbar, ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt machen die auch noch Wartungsarbeiten. Sag mal, ticken die heute nicht mal alle richtig in der Birne. Okay.
Ich habe die PlayStation ausgemacht, weil ich noch ein bisschen was zu erledigen hatte. Und habe jetzt vor einer halben Stunde das Drecksding angeworfen. Fast einer Stunde war das. Angeworfen, die Scheißkiste. Und siehe da, es geht wieder gar nichts. Null, nada. Selbst die Konsole selbst, die spinnt ohne Ende. Die hängt und hängt und hängt. Wenn ich jetzt im Menü ein bisschen was machen will, entweder es geht nicht weiter, weil ich mich echt mit PSN anmelden muss. Oder es tut sich einfach gar nichts. Ich komme sowieso auch nicht live auf PlayStation, aber live von der PlayStation gibt es diesen Button. Kann ich auch nicht drauf gehen, weil ich schon nicht im PSN angemeldet bin. Das ist das Geile. Aber das Krasse ist, jetzt hebt ihr euch mal fest, habe ich sie ausgemacht, wieder angemacht. Da hat die sich tatsächlich eingeloggt, die Drecksau. Ging 2, 3 Minuten, ich die Crew reingelegt, habe das Update für die Crew gemacht. Ja, also ich hab's noch gar nicht gespielt, das Spiel. Ich hab's ja heute, also vorhin ist es erstmal reingelegt, hab das Update gemacht. Update war drauf. Und ich, oh geil, startet das Spiel, auf einmal macht er diesen endlose lange Lademodus und es tut sich gar nichts. Im Gegenteil, sogar das Laufwerk hat geschippert, irgendwie so. Und ich, ey, das gibt's doch nicht, Alter, will mich jetzt komplett verarschen. Scheißdreck, ey. So. Okay. Guck, auf einmal sehe ich, hä? Ich bin noch gar nicht mehr angemeldet. Das hat dann nicht mal eine Fehlermeldung gegeben. Voraus richtig gesehen, ich bin online, bin im PSN drin, hab das Spiel gestartet, weil es ist sowieso ein Online-Spiel, aber ich kam nicht mehr in mein Spiel dann rein. Okay, ich PlayStation aus, PlayStation an, meldet sich nicht mehr an die Scheißkiste raus. Hab das so 3, 4 Mal gemacht, hab ich gedacht, jetzt fick dich doch so, fick dich doch ins Knie, du Arschloch. Oder ihr Arschlöcher. So, ja, und jetzt sitze ich hier und rede mit euch, macht das schnell das Video klar, dass ihr noch ein bisschen was hört. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte unter das Video und. Leute müssen jetzt echt in den sauren Apfel beißen und jetzt warten, bis die ganze Scheißkiste wieder läuft. Es ist aber im Gespräch, das ist aber was ganz Krasses, es ist im Gespräch, dass wir angeblich eventuell Wiedergutmachung bekommen seitens von Sony. Wie das aussehen soll, weiß ich nicht. Ob wir irgendwie ein Spiel bekommen sollen oder vielleicht einen kostenlosen Monat PlayStation Plus. Schlecht wäre es eigentlich nicht, aber normalerweise hätten sie auch im August was machen müssen, da kam ja auch eigentlich nichts. Aber da waren sie ja nicht so lange offline. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, ich gebe euch einen ganz guten Tipp. Wenn eure scheiß PS4 verrecken sollte, irgendwann in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren, keine Ahnung, wann auch immer, überlegt euch, wenn ihr eh keine Garantieverlängerung habt, aber ich habe welche, überlegt euch ganz gut, ob ihr bei Sony bleibt. Weil normalerweise hieß es, allein schon aus dem Grund hätte ich großen Bock zu wechseln. Und zwar, es hieß doch, dass Microsoft die Ding abgeben würde. Die Lead-Plattform, also die Xbox, wäre nicht mehr die Lead-Plattform von Activision für COD. Das heißt, Microsoft hat immer die Vorteile. Erstens mal einen Monat früh die Kartenpakete. Dazu kommen auch die besseren Server und alles Mögliche. So. Das ist auch kein Geheimnis, das ist wirklich wahr. Es soll wirklich so sein, dass Microsoft und Activision bessere Server bekommt, weil die Verträge abgeschlossen haben. So, und jetzt soll angeblich so hätte das dieses Jahr geändert werden sollen. Allein aus dem Grund, weil viel mehr PS4 verkauft worden sind wie Xbox One. So, mittlerweile ist es jetzt aber so, nachdem ja die letzten paar Wochen, sowieso die letzten 2, 3 Monate, die Xbox One so verramscht wurde, dass sie tatsächlich in Nordamerika die PlayStation 4 eingeholt hat. In Deutschland soll sie aber noch 1 Million Konsolenunterschied sein. Also das heißt, 1 Million PS4 wurden mehr verkauft wie jetzt Xbox One. Was ich sowieso eine ziemlich perverse Zahl finde und irgendwie zu hoch ist meiner Meinung nach. Aber okay. Auf jeden Fall, ich gebe euch den Tipp, überlegt es euch wirklich ganz gut, ob ihr dann, wenn es wirklich soweit ist, dass euer PlayStation verreckt oder ihr vielleicht die Chance habt, das Ding zu tauschen oder herzugeben und euch eine Xbox One zuzulegen. Also ich lege es euch ans Herz, überlegt es euch gut, was ihr macht, weil so kann es wirklich nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen und so wird es auch nicht weitergehen. Ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte jetzt jemanden anrufen. Und könnte meine PS4 dorthin bringen und käme heim, hätte eine Xbox One. Das ist kein Scherz. Ich habe eine Bekannte, die hat eine Xbox One und die will unbedingt eine PS4 haben. So, die hat den Kinect-Sensor, die hat auch noch ein paar Spiele dazu, alles neue. Hat noch den von Titanfall, war der Controller der spezielle dabei und der normale Controller. So, würde mir 1 zu 1 tauschen, zumindest mal, ja, doch 1 zu 1 tauschen. Bei PlayStation käme alles dazu. Und die wäre absolut glücklich. Und ich wäre wahrscheinlich auch glücklich und könnte dann jetzt spielen. Das Beste ist, die hat sogar noch ein Ding drauf. Xbox Gold, ein Jahr lang noch. Wo sie jetzt erst vor ein paar Tagen abgeschlossen hat. Das käme natürlich auch noch mit dazu. So. Aber
auf der einen Seite man sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt zu Xbox. Und trotzdem macht man es nicht. Klar, man bleibt halt da, wo man es halt ist. Weil wenn ich überlege, was ich jetzt Geld investiert habe, das scheiß Gerät. Aber ehrlich gesagt, wenn es wirklich so weit ist, dass die Konsole verreckt und PlayStation hat, Xbox ist immer noch am Drücker bei Activision und es tut sich wirklich nichts, was servermäßig angeht, wegen Schutz gegen Hackerei und so ein Dreck, dass es nur noch minimale Schäden anrichten kann und nicht so gravierend wie jetzt hat, dann glaube ich, werde ich mir das wirklich mal ganz gut überlegen, ob ich weiterhin bei Sony bleibe. Weil das ist jetzt wirklich so langsam, das Fass ist am Überlaufen. Echt. Also Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich habe euch nicht so viel Mist erzählt oder nicht so viel genervt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, gell, und haltet die Ohren steif und wir sehen uns morgen, okay? Ich werde mich morgen wieder melden. Also, ich sag mal gute Nacht, gell? Viel Spaß noch. Am besten guckt den Film an. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich sitze jetzt da und schmeiße den Fernseher und guck meinen Film mal. Zieh meinen Film rein. Hau mir ein paar Chips in die Ohren und eine Flasche Mezzo Mix und dann geht's in die Kiste, wird erstmal gepennt. Und dann, naja, vielleicht geht's morgen wieder. Und morgen ist denn wieder alles in Ordnung, so ungefähr, und kein Schwein redet mehr darüber, den Ausfall, wenn alles da rund läuft. Das ist immer dasselbe. Aber okay, Leute, ich wünsche euch Spaß, gell? Ich bin fort, ich bin jetzt raus. Also, tschüss.